Drei Adventkerzen sorgen für vorweihnachtliche Stimmung und natürlich für Vorfreude auf den besonderen Tag. Kika-Chef Robert Meyer darf zu seinem Adventkränzchen diesmal zwei bekannte Skispringer begrüßen. Neben Ernst Vettori, Olympiasieger im Skispringen aus dem Jahre 1992, ist auch Walter Hehl, dessen großer Traum vom Olympiagold durch einen schweren Sturz 1976 beendet wurde, zu Gast. Walter Hehl lebt jetzt im Haus Franziskus und für Ernst Vettori ist die Unterstützung des Hauses und seines Freundes eine Selbstverständlichkeit. Das ist mir natürlich im Fall ganz, ganz wichtig. Ich bin wirklich dankbar, dass es Unternehmen wie die Firma Kika gibt, die das Projekt unterstützen und Sponsor von so einem tollen Projekt sind. Weil ohne Sponsoren wird es ganz schwierig sein, das ist auch im Sport so. Und es wird auch immer schwieriger, Sponsoren zu kriegen. Und umso mehr freut es mich, wenn Kika da dabei ist und dieses Haus Franziskus unterstützt. Im Rahmen des dritten Adventwochenendes unterstützt Kika das Haus Franziskus mit einer Spende von 1.500 Euro. Aber auch Sie können bei den Projekten des Seraphischen Liebeswerkes der Kapuziner mithelfen. Spenden sind auf das Konto 62 46 50 bei der Raiffeisen Landesbank möglich.